Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter an diesem Sonntag. Ja, heute heißt es mal durchschnaufen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen besser und länger geschlafen als ich. Wobei natürlich vielerorts die Nachtruhe natürlich durch die zahlreichen Gewitter doch wahrscheinlich gestört war. Ja, was war da gestern Abend und in der Nacht los? Gewitter gestern Abend schon, Fußball, Gewitter beim Fußball. Ja, und da zog sich das ja vielerorts durch die ganze Nacht mit größeren Gewitterclustern, die vorübergezogen sind. Und das Ganze wollen wir uns noch mal kurz anschauen mit einer Blitzanimation. Insgesamt verlief das Ganze wohl doch etwas glimpflicher als befürchtet, als was die Modelle so drin hatten. Ja, es ging dann halt gestern Abend schon los, da über Nordostfrankreich kräftige Gewitter, einzelne Superzellen, da gab es auch einzelne Orkanböen. Ja, und dann ist das noch relativ heftig ja in den Südwesten gezogen, durch Saarland hinweg, durch Luxemburg hinweg. Und wir sehen schon, insgesamt doch ein bisschen westlicher als die Modelle so drin hatten. Ja, auch Nordrhein-Westfalen ja einige Gewitter abbekommen. Jeder, der Fußball gesehen hat, hat es gemerkt. Ja, und dann ist das Ganze dann halt als größerer Cluster dann im Laufe der Nacht oder in der zweiten Nachthälfte Richtung Nordosten gezogen und jetzt heute in den Frühstunden endgültig abgezogen. Ja, und wie gesagt, es ist wohl, so ist mein Kenntnisstand, jetzt nicht ganz so viel passiert, auch was die Regenmengen betrifft. Alles ein bisschen geringer als befürchtet. So die ganz großen Überschwemmungen gab es wohl insgesamt ja wohl nicht. Wir sehen ja mal so ein paar Peaks drin, so mal über 50 Liter pro Quadratmeter, die gefallen sind. Aber in der Summe war es dann doch weniger. Und wir sehen schon, der Südosten, der blieb komplett trocken und auch die Nordseeküste. Das war aber auch von den Modellen so vorhergesagt. Ja, gucken wir noch mal kurz auf den heutigen Morgen, denn es war auch eine drückend warme Nacht, vor allen Dingen nach Osten und Südosten hin, vielerorts eine Tropennacht. Das sind mal die Temperaturen von heute Morgen um 5 Uhr. Dresden noch 25 Grad heute Morgen, also schon sehr, sehr drückend, sehr unangenehm das Ganze. Ja, und in Kreuth am bayerischen Alpenrand mit Föhn gab es sogar 27 Grad. Von solchen Temperaturen, da bleiben wir allerdings in den nächsten Tagen oder in den nächsten Nächten dann auch verschont, denn es wird alles ganz anders werden. Gucken wir noch mal kurz auf den heutigen Sonntag. Die ganz große Wärme und Schwüle ist noch nicht raus. Gerade nach Osten und Südosten hin sehen wir, wird es heute noch mal ein sehr warmer bis teilweise heißer Tag werden. Der Gewittercluster ist ja jetzt komplett abgezogen, rückseitig heute Vormittag. Im Westen erstmal noch der Regen und der wird sich dann im Laufe des Tages so über die Landesmitte wieder Richtung Osten verlagern. Dann können auch mal hier noch mal einzelne, vielleicht auch mal einzelne kräftigere Gewitter dabei sein. Aber die große Unwetterlage ist es nicht mehr. Und wir sehen schon, wie gesagt, vor diesem Regengebiet dann im Osten noch mal sommerliche Temperaturen an der polnischen Grenze, vielleicht sogar noch mal bis oder knapp über 30 Grad. Im Regen dann so eher ja kaum 20 Grad. Und wir sehen auch nach Westen und Nordwesten hin wird es zum Nachmittag doch trockener und vielleicht ein klein wenig freundlicher werden. Ja, blicken wir auf die kommende Nacht. Da ist es so, ja, es kommen noch wieder ein paar Regenfälle und ein paar Regenschauer eigentlich in größeren Landesteilen dazu. Gerade so von den westlichen Mittelgebirgen auch mal ein bisschen kräftigerer Regen, einzelne Gewitter. Doch weitgehend trocken wird es wahrscheinlich ganz im Norden und Nordosten des Landes bleiben, sowie im Südwesten und auch Richtung Südbayern. Auch da wird wahrscheinlich nicht allzu viel passieren. Ja, gerade im Osten, wieder so Leipzig, Dresden, da wird es nochmal eine relativ laue, warme Nacht werden. Nicht mehr so warm wie zuletzt, aber hier nochmal so Tiefstwerte um die 17 Grad. Dagegen deutlich kühler in Richtung Nordwesten an der Ems, nur so um die 11 Grad. Neue Woche. Ja, und da macht der Sommer regelrecht Pause, muss man sagen. Tiefdruckgebiete werden unser Wetter bestimmen und das geht am Montag dann schon los mit einem ersten Druck, so ein bisschen aufgefüllt mit kühlerer Meeresluft und ein bisschen labilerer Luft, der uns dann erreichen wird und der wird dann auch endgültig ja, die warme, schwülwarme Luft dann im Osten auch dann weit Richtung Nordosteuropa dann verdrängt haben. Und so erkennen wir, am Montag wird es halt einen sehr wolkenreichen, unbeständigen Tag geben mit ja immer mal wieder Regenschauern, auch einzelne Gewitter, die zum einen nach Osten so mit dabei sein könnten. Hier haben wir noch so Reste der Warmluft und auch so stelle ich mir das vor Richtung Nordwesten. Da haben wir nämlich ein bisschen höhenkältere Luft mit im Spiel. Hier können mal einzelne Gewitter dabei sein. Ansonsten aber auch verteilt über den Tag immer mal wieder Regenschauer. Zwischendurch mal ein paar trockene Phasen und vielleicht hier und da auch mal ein paar Auflockerungen, wobei die Wolken noch insgesamt überwiegen werden wohl. Ja, bei den Temperaturen sehen wir, es wird noch mal so, ja, doch im Vergleich zu dem, was dann noch kommt, häufiger noch mal so Richtung 20 Grad. Im Osten auch bis zu 23 Grad gehen, im Nordwesten werden wir schon unter der 20-Grad-Marke verbleiben.
Ja, und jetzt gucken wir mal auf die Temperaturabweichung in circa 1,5 Kilometer Höhe zum Mittwoch. Und da sehen wir deutlich unterkühlte Verhältnisse im Vergleich zum langjährigen Mittel. Gerade so von Nordeuropa über Mitteleuropa bis zum Mittelmeer. Hier erstreckt sich ein Trog bis weit in den Süden. Ja, so ist es halt hier entsprechend unterkühlt. Die Warmluft oder die deutlich zu warmen Verhältnisse, die finden sich dann momentan andernorts wieder. Ja, und so sehen wir dann an einem Trend von Dienstag und Mittwoch. Ja, was soll ich dazu den Temperaturen sagen? Die einen werden sagen, endlich ist die große Wärme, die Schwüle raus. Was soll ich mit 30 Grad und mehr? Naja, andere werden sagen, so ein bisschen mehr könnte es jetzt Anfang Juli schon sein. Also das ist schon sehr bescheiden und wie wir gerade gesehen haben, halt auch deutlich zu kühl. Und auch das Wetter spielt nicht so wirklich sommerlich mit, denn es wird viele Wolken geben. Die Wolken werden deutlich dominieren. Es kann zeit- und gebietsweise mal regnen. Es sind wohl nicht die ganz großen Regenfälle in den meisten Regionen. Aber halt hier und da muss man mal mit Regen eigentlich in fast allen Landesteilen rechnen. Ja, und wie gesagt, auch bei den Temperaturen, Wind spielt auch noch mit. Und bei den Temperaturen ist nicht viel zu holen. Ja, die 20-Grad-Marke stellt schon in den meisten Regionen eine zu große Hürde dar. Vielleicht mal wieder so Leipziger Tieflandsbuch, Dresdner Elbtal und im Südosten Bayerns sowie Richtung Oberrhein. Da können wir vielleicht mal Richtung 20 Grad gehen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich doch deutlich oder teilweise darunter bleiben. Ja, das war jetzt dann der Dienstag und der Mittwoch. Und wenn wir dann mal weiterschauen Richtung Donnerstag oder zweite Wochenhälfte, allzu große Wetteränderung ist da auch erstmal nicht in Sicht. Wenn wir uns die Höhenwetterkarte für den Donnerstag anschauen, sehen wir schon wieder, da kommt das nächste Tief von den britischen Inseln Richtung Nordsee gezogen, eine Kaltfront. Vorderseitig mal so ein bisschen wärmere Luft, die sich so ein bisschen anschickt, mal in den Süden und Südosten zu kommen. Und das könnte dann zumindest so Richtung nächsten Wochenende, so nach erstem Trend vielleicht auch mal im Süden und Osten gelingen. Denn die Strömung könnte so ein bisschen mehr auf Südwest drehen, so ein Trog eher über Westeuropa und damit etwas wärmere sommerliche Luftmassen dann halt wie gesagt in den Osten und Süden gelangen, während im Nordwesten schon wieder die Tiefausläufer mit etwas kühlerer Luft doch insgesamt schon wieder näher sind. Ja, und so sehen wir, wenn wir uns mal einen Trend dann von Donnerstag bis Samstag angucken, ja, es geht so schrittweise, gerade nach Süden hin wird es wohl ein bisschen wärmer werden. Am Donnerstag kommt dann halt schon die nächste Kaltfront womöglich rein, mit auch etwas häufigeren Schauern und Gewittern, nach Süden hin vielleicht schon mal etwas freundlicher. Und das könnte dann auch am Freitag der Fall sein, wo ein bisschen mehr Hochdruckeinfluss hier wirkt und auch schon wieder ein bisschen ansteigende Temperaturen nach Norden hin, mitunter vielleicht nochmal ein Durchzug eines Tiefs mit relativ viel Wind und wechselhaftem Wetter. Und dann sehen wir der Samstag mitunter mit Chancen, dass es dann im Osten und Süden wieder Richtung 25 Grad oder darüber hinaus geht. Die große Wärmehitze, wie jetzt zuletzt, wird es wohl nicht sein, aber zumindest mal ein Temperaturanstieg in Richtung Westen und Nordwesten ist das Ganze schon deutlich fraglicher. Hier sind wir dem Tief, dem Trog doch insgesamt schon wieder ein bisschen näher. Wolken könnten zahlreicher sein und auch vielleicht die ein oder anderen Regenschauer. Sonst bleibt die Gewitterneigung wahrscheinlich nach Stand jetzt erstmal relativ gering. Eine letzte Karte habe ich noch. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen mit einem Trend von Köln. Wie gesagt, der Sommer macht Pause bzw. ja, fährt eher auf Sparflamme momentan. Von großer Wärme, großer Hitze sehen wir in der nächsten Woche nichts. Es wird wechselhaft sein, teilweise windig, wolkenreich und halt auch zeitweise nass. Die große Änderung ist erstmal so in den Wetterkarten nicht zu sehen. Das soll es von mir von diesem Wochenende gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, durchschnaufen, mal ein bisschen durchpusten und bald kann man auch wieder in vielen Teilen Landesteilen ganz gut durchlüften. Bis dahin, macht's gut, ciao.